Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout. Nachdem wir in den letzten Folgen einfach mal ein bisschen rumgedümpelt sind auf der Suche nach Aufträgen und nach Aufgaben, als die bezeichnet worden sind und mal, ja, bei den Crimson Caravans mal ein bisschen mit rumgelaufen sind, würde ich gerne doch mal wieder zurück zur Brotherhood. Denn ich habe tatsächlich eine wichtige Person vergessen, mal nach einem Auftrag zu fragen. Und das war Talus. Das war der Trainer der Brotherhood. Und Ich glaube, dass ich ihn vergessen habe zu fragen. So rum. Ich bin eben nicht mehr sicher. Deswegen gehen wir mal hier runter. Ach so. Erstmal Waffen weg. Ja, okay. Ist schon geklärt. So, und dann gehen wir mal zu Talus. Ich weiß es eben einfach nicht mehr, ob ich ihn gefragt habe. So. Dieser Berg hat mich total fertig gemacht. Also ich sehe, unser Orden hatte ich... Was? Hat doch auch immer klugen Zuwachs bekommen. Werd nicht frech, Neuling. Ich habe weder Lust noch die Geduld, mich mit dir abzugeben. Danke. Nochmal. Wichtige Leute. Alle wichtig, aber ich weiß, wen du meinst. Rhombus. Bester Freund, Lehrer und Vaterfigur. Ja, okay. Free. Ich kenne keinen so intelligenten Menschen. Ich glaube, sie ist mit Verständnis für Physik und Chemie schon geboren. Maxon ist ein harter alter Mann. Bla bla bla. Urgroßonkel. Oder war es Urgroßonkel? Ja, es bringt mir jetzt wenig. Bekomme ich etwas mehr Munition? Tut mir leid, aber du hast diese Woche schon mehr bekommen, als dir zusteht. Du musst mit dem auskommen, was du hast. Wir haben keinen unbegrenzten Munitionsvorrat. Ich spreche mal mit den anderen. Die wollen nicht mit mir reden, wie es scheint. Na, okay. Also Talus will uns keinen Auftrag geben. Ich rede nochmal mit Michael. Wie kann ich dir helfen? Okay, lass mich mal schauen. Ja, du hast die Genehmigung. Aber eben nicht für Dings. Was mit denen? Freeze, Taxi und Bibliothek, falls du technische Fragen hast. Nur Scribes und Paladins dürfen diesen Raum betreten. Okay. In der Bibliothek. Ist die hier drüben? Geh einfach mal rein. Wache. 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 Okay, nein. Das ist einfach nur ein Gemach. Ja, ich suche wieder verzweifelt nach einem Auftrag. Man merkt es schon. Das dürfte die Bibliothek sein. Hier sind auf jeden Fall Menschen. Ein Knight. Ein Scribe. Lehrerin der Brotherhood-Neulinge. Muss eine Stunde halten, aber ist nicht... Ist auf jeden Fall nicht die Bibliothek. Nicht die Bibliothek. Okay, nochmal runter. Auf der 3 brauche ich gar nicht schauen, da sind nur Gemächer. So, hier. Ach, die Bibo war hier hinten, glaube ich. Hier unten. Na, ich renne mal hier runter. Ich hoffe, ich hoffe zumindest, dass dem so ist. Ist hier überhaupt jemand? Nein. Ansonsten mache ich mich zum Hub zurück. Was hier mit der Computerkonsole? Ich werde mal Wissenschaft anwenden. Du kannst nichts dazulernen.
Komm doch mal. Nee. Monitor. Computer. Ja, also irgendwie... So richtig viel ist es nicht. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Wo könnte erstens die Bibliothek sein? Und zweitens... Ich schaue jetzt doch mal in diesem dritten Geschoss. Hier sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Das sah ja... Das sieht nur aus wie Gemächer. Und hier... Wache... Okay, ich gehe mal hier rein. Hier sind auf jeden Fall welche. Scribes. Sophia, Lehrerin der Brotherhood-Neulinge. Sei gegrüßt, ich habe dich noch nie gesehen. Hast du dich verirrt? Kann ich helfen? Weg zur Bibliothek? Das ist die Bibliothek. Ich würde gern mehr über die Waffen erfahren, die ihr herstellt. Mit Free, dem obersten Scribe. Ist... Na, dort! Guten Tag. Ein schöner Tag zum Lernen. Kann ich dir helfen? Ich weiß, du bist Master Scribe, aber was machst du genau? Ich sammle das Wissen unserer Vorfahren für kommende Generationen. Okay. Ja, man kann wohl sagen, dass ich Zeugs weiß. Zeugs. Wie kann ich dir helfen? Ich habe was von Holo-CDs gehört. Nimm den Pip-Boy 2000 und lies die CDs. Leg die CD ins Gerät ein. Wenn du was über Computer weißt, solltest du es schaffen, die Daten zu lesen. Okay, wo kann ich was über Computer lernen? Die Brotherhood bietet einige Lernprogramme an. Hier, ich zeig's dir. Ich probier's mal. Ach, da drüben. Ich habe keine Zugriffsrechte. Nimm dieses Terminal. Die Lektion ist in 6 Stunden abgeschlossen, du fühlst dich erschöpft. Wie kann ich dir helfen? Erzähl Sprich mir was über die Waffen. Knights. Sie sollen dir eine meiner neuesten Laserpistolen zeigen. Fang an. Sprich mit den... Mit welchen Knights? Ich probiere nochmal dieses Terminal zu nutzen. Du hast deine Aufnahmekapazität erreicht. Das heißt, ich sollte vielleicht schlafen gehen. Aber es stellt sich mir die Frage, welche Möglichkeit zum Schlafen bzw. zum Ausruhen kann ich nutzen. Was ist denn hier drüben? Na, vielleicht sind das... Ah, das ist die Waffenwerkstatt. Vielleicht sind das doch nicht alles nur Gemächer. Ah, du bist also der Neuling. Willkommen an Bord. Was kann ich für dich tun? Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Paul, Entwicklungsleiter der Energiewaffen. Welche Art Energiewaffen? Laser, Plasma, was auch immer. Gibt es irgendeine Möglichkeit, sie zu bekommen? Wenn du eine Waffe willst, musst du zu Michael gehen, aber eine Genehmigung dafür kann dir wiederum nur Talos geben. Ich würde trotzdem mal... Er handelt nicht mit mir. Okay, schade. Welchen Schaden kann sie anrichten? Hui. Noch eine Linse und Verstärker. Okay, und was ist mit ihm hier? Du bist es also was? Na, wer bist du? Man kennt mich Kyle. Ach, man nennt mich Kyle. Oh, man kennt mich Kyle. Ich repariere Zeug, mache Wartungsarbeiten, der ganze Müll eben. Zeug, Powerrüstung und alles, was gerichtet werden soll. Wo kriege ich eine Powerrüstung in die Finger? Interessantes Thema. Jetzt bin ich gespannt. Ich würde ja die Rüstung da geben, aber es fehlt der systalische Motivator und den es nutzt. Wo kriegt man denn sowas her? Im Vorratsraum liegen mehr als genug davon herum. Aber Michael und seine beiden
Und seine blöden Formulare meinen, dass dieser besondere Anzug nicht den Anforderungen entspricht. Scheiß Bürokraten. Okay. Wenn ich dir den systolischen Motivator bringe, würdest du sie mir dann reparieren? Boah, warte mal eine Minute, Alter. Das wird ein paar Stunden dauern. Ich kann eine Anweisung meine Werkzeuge leihen, aber reparieren musst du schon selber. Okay. Wo außer von Michael kann ich einen herbekommen? Hey, naja, Rhombus hat ein paar. Ich würde ihn aber nicht drum bitten. Nur die Gelehrten dürfen Poweranzüge da tragen. Übrigens glaube ich, dass er eine unnatürliche Neigung zu denen hat. Das ist doch eine Ansage mit der Powerrüstung. Jetzt habe ich doch Bock, mich mal hier umzuschauen. In den, in Anführungszeichen, Gemächern. Ist hier jemand? Hier ist tatsächlich jemand. Hast du dich verlaufen? Ja, ich habe mich verlaufen. Also hier darf ich offensichtlich nicht hin. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich werde mal Michael nerven. Einfach mal aus Spaß. So, und jetzt werde ich mal speichern. Ganz zufällig. Wir haben mal wieder Erfahrungen in den letzten Folgen gemacht. Nämlich vergessen zu speichern. Das übliche Prozedere eben. Wo war der jetzt oben? So. Wir könnten eine Powerrüstung kriegen. Das wäre jetzt natürlich der absolute Hammer. Ich suche nach einem systolischen Motivator. Hast du die richtige Genehmigung? Kyle hat mich hergeschickt, dieses Teil zu. Nein, wie komme ich an eine Genehmigung? Hast du nicht? Zuerst muss ich Kyle das Gerät, das repariert werden muss, ansehen. Wenn er feststellt, dass die Reparatur gerechtfertigt ist, erstellt er eine Anfrage für Teile. Rhombus prüft die Anfragen und bestimmt, welche Teile funktionstüchtig sind. Okay, Kyle hat mich geschickt. Kannst du dein Terminal nochmal überprüfen? Kyle, geht's um die alte schrottreife Powerrüstung? Nein. Lass mich mal hier nachsehen. Also ich kann keine Anfrage für einen systolischen Motivator entdecken. Du brauchst die richtige Genehmigung. Nein, lauter Anordnung soll einer nach Jeddah herumgeschickt. Was? Mir helfen oder nicht? Wenn ich dieses Teil nicht bekomme, kostet mich das Kopf und Kragen. Das Formular wird bestimmt heute noch eintreffen. Komm, wir probieren's. Wenn ich könnte, würde ich es dir geben, aber dann nun mal nicht ohne die richtigen Genehmigungen. Okay, gut, ich habe verstanden, aber weiß trotzdem nicht, was ich jetzt machen soll. Du bekommst das Teil nicht. Das ist mein letztes Wort. Schade. Pass auf. Ich lade nochmal. Ganz klare Sache von Überzeugungsarbeit. Das ist aber jetzt durchaus lustig. Wenn ich den jetzt überzeugt kriege, mir diesen systolischen Motivator zu überlassen, kann ich mir höchstwahrscheinlich selber eine Powerrüstung basteln. Und das würde mich natürlich einen Riesenschritt Richtung Supermutanten weiterbringen. Also, das heißt Richtung Supermutanten, aber die Supermutanten zu bekämpfen. Denn ich glaube, ohne Powerrüstung wird das nicht funktionieren. Wir reden nochmal mit ihm. Systolischer Motivator. Kyle hat mich ja geschickt, dieses Teil zu holen. Nein. Nun komm schon, ich bin kein Ärger. Gib mir das verdammte Teil. Nee, okay. Das war nicht die Art und Weise. Nochmal. Ja, ich bin hergeschickt worden. Laut der Anordnung nach Jeddah Day.
Nee. Nochmal anders. Ach, lass. Pass auf. Das war eine nette Idee. Aber es bringt nichts. Ich kann ja mal im Pip-Boy gucken. Aber hier steht auch nichts weiter da. Gerade an Aufträgen auch nicht. Das ist... Ich weiß nicht, das ist ultra nervig. Ich suche ewig nach einem Auftrag, ich finde keinen. Ich kann ja mal mit Talos reden. Obwohl er mich wahrscheinlich wieder abweisen wird. Ja, bringt nichts. Nein, nicht zugehen. Okay. Das war jetzt im Grunde genommen nicht zielführend. Eigentlich schade, aber bringt nichts. Aber ich weiß jetzt, dass ich an dem Computerterminal immer mal was lernen kann. So. Ich werde jetzt aber mal kurz spicken. Denn ich hatte mir eine Liste aufgemacht, wo ich nochmal schauen könnte. Und dazu werden wir uns wahrscheinlich... ...nochmal auf denselben Weg begeben. Obwohl... Ja doch, wir werden uns nochmal auf denselben Weg begeben. Das heißt... Ich könnte jetzt entweder zum Hub oder nach Shady Sands oder sonst wo hin. Aber erstmal will ich meine Powerfaust nochmal ausgerüstet haben. Und können uns dort nochmal umsehen. Am liebsten wäre mir der Hub. Tatsächlich. Oh, ein Zwischenfall. Toll. Ein Red Skorpion. Gut. Aber gleich vergiftet. Toll. Red Skorpion mit 2 Schlägen fertig gemacht, aber vergiftet. Es ist wieder echt toll. So, jetzt sind wir zumindest kurz vom Hub. Na? Jetzt sind wir da. Und zwar... Ich wollte schauen. Jetzt überlege ich. Ich schaue mal im Old Town. Ich schaue mal hier rein. Im Old Town war ich ja so gut wie noch gar nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Oder was heißt noch gar nicht? Ich glaube, ich war zumindest hier mal drin. Hier war aber nichts los. Nee, hier war irgendwie nichts. Doch, hier war jemand. Okay. Bringt aber wenig. Ich will jetzt mal versuchen, mit allen Leuten zu reden. Irgendwo noch einen Auftrag herzukriegen. Zum Beispiel hier. So, und in äußerster Vorsicht gleich nochmal speichern. So, jetzt mal gucken. Hi, willkommen bei Jake. Ich habe tolle Warenauflage. Schau dich einfach um. Ich möchte einen Deal mit dir machen. Das ist alles, was ich habe. Und er hat einiges. Er hat sogar einen Raketenwerfer. Er hat die Kampfrüstung. Hat er auch... Ja, er hat Energiezellen. Ich nehme alle. Ich nehme prompt alle Energiezellen. Denn das war das, was ich suchte. Sehr, sehr gut. Und da können wir auch gleich noch ein paar Gewehre... Weißt du was? Die Pistolen verkaufen und die Munition dazu und noch diese Desert Eagle und noch die Speere, denn die brauche ich
vielleicht auch doch nicht. Ich ändere da mal meine Meinung. Ein Gewehr. Ach, wir haben ja sogar noch zwei. Genau. Dann diese Muni. Halt